Immerhin sind wir genug, um aus dem Himmel. Du musst die junge Sarentu sein, von der Nevika pausenlos spricht. Ich höre, Nevika hat in der Webstube ein kleines Projekt für dich geplant. Sie fragt nach dir. Unter ihrer Führung wird letztlich jeder zum Weberlehrling. Katnat weiß, was. Wonach suchst du denn? Möge der Wind dich segnen. Oh, du bist zurück. Komm her. Es ist Zeit. Der Kinglorwald summt lebhaft und wird seinem Namen wieder gerecht. Eine neue Königin wartet. Bring sie weiter weg, ja? Die Kinglor sollen neue Gebiete entdecken. Ich versuch's. Es ist schön, sie wieder in freier Natur zu sehen. Katnat sollte glücklich sein. Jeder hat seinen Platz. Er ist froh, dass die Kinglor an ihrem sind. Meine Königin, es wird Zeit für ein neues Nest für euch. Wonach suchst du denn? Möge der Wind dich segnen. Himmelsmenschen entweihen das Land.
Welch Gaben Eowa mit uns teilt. Wir können uns hier wieder treffen, falls etwas schief geht. Du hast dich gestärkt. Lass uns jetzt deinen Baum finden.
Wir sind fast da. Noch etwas weiter. Wir sind da. Ich komme euch besuchen. Begleitest du uns heute? Gatnat wird den Mut in seinem Herzen finden. Weißt du, wo Etu hingeht, wenn er mit Etua verschwindet? Nein, bis jetzt habe ich. Etua hat recht. Die Himmelsmenschen sind Abschaum. Ich finde einen Krieg immer noch unsinnig. Ich werde diesen Fehler nicht nochmal machen. Gatna ist anscheinend der Meinung, dass es keine Alternative gibt. Warum verlangt Nivika das von mir? Es ist viel zu schwer. Sind wir wirklich bereit für den Krieg? Gottnot hat recht. Provoziere kein Chaos. Können meine Leute... dem Krieg trotzen. Wird der Heimatbaum standhalten? Ich muss daran glauben. Nevika hofft, dass du mir das Weben beibringen kannst. Du verwechselst mich mit einer anderen. Ich kann nicht einmal einen Ikran fliegen, um mein Material zu sammeln. Wie sollte ich dir etwas beibringen? Ich besorge, was wir brauchen. Nevika glaubt, dass du viel zu lehren hast. Das kann nicht sein. Warum würde sie denn so etwas sagen? Das weiß ich nicht. Ich bin nur hier, um zu lernen. Das heißt, wenn du mich als Schülerin akzeptierst. Viel kann ich dir nicht beibringen, aber ich schätze, wenn du mir Quetschmoos bringst, kann ich dir vielleicht ein bisschen was zeigen.
Gatnat bringt alles wieder in Ordnung. Das tut er immer. Muss was Besseres finden. Starke Bögen und scharfe Pfeile. Wir werden siegen. Wie gesagt, wir brauchen Quetschmoos. Bring es, aber erwarte nicht zu viel von mir. Was benötigst du? Pfleg deinen Bogen gut. Ich sehe die Himmelsmenschen fliehen vor Angst, aber werd nicht übermütig. Manchmal sitze ich gern bei den Kinglor. Ich habe es selbst. Ich hoffe, diese. Kann ich weiterhelfen? Sag Bescheid, wenn ich sonst kann. Hoffentlich hab ich was für dich. Komm her. Wenn du mehr brauchst. Wie soll meine Seide im Krieg nützlich sein? Vielleicht mehr Sehnen für die Pfeile. Hast du gehört, was Etua gesagt hat? Ich muss was Besseres finden. Wir rüsten auf. Wir sind bereit. Und wir bleiben hier, um mit uns zu jagen? Ich dachte, es sei neue Farbe. Nein, es ist wir brauchen keine Einmischung von außen. Schade. Es hatte alle Farbtöne. Schön, dich wiederzusehen.
Nat muss lernen, zuzuhören. Ich finde einen Krieg immer noch unsinnig. Ohne Kultur ist man einfach nur Sarentu. Eine leere Hülle. Ohne Seele, ohne Geist.